Und willkommen zurück bei Spur. Wir machen endlich weiter. Ja, ich habe ja jetzt schon ziemlich lange nichts hochgeladen. Ich glaube so 2, knapp 3 Wochen könnte schon hinhauen. Ja, ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit gesagt, dass ich so ein bisschen im Schulstress bin. Besonders ist es jetzt dazu gekommen, da ich jetzt kurz vorm Abitur stehe. Also nächste Woche ist es dann soweit. Und ja, vorm Notenschluss machen die Lehrer ja dann gerne mal nochmal extra Druck mit den letzten Arbeiten, nochmal schnell ein paar Noten zusammensammeln und die Schüler nochmal ein bisschen unter Druck setzen. Ja, und ich war ziemlich viel mit Lernen beschäftigt in der letzten Zeit. Und ja, jetzt geht es langsam wieder etwas entspannter zu. Wir haben momentan die Mottowoche. Und ja, dadurch ist es dann etwas entspannter. Ja, ich mache jetzt gleich ein paar Ansagen. Wir müssen jetzt erstmal momentan weiter erstellen. Und zwar mache ich gerade ein Wohnhaus und hatte eine spontane Eingebung gerade, dass ich einen kleinen Vorgarten machen möchte. Also gucke ich jetzt einfach mal, was ich hier zusammenbasteln kann. Mal schauen. So. Mal ein ganz kleines. So. Na wohl. Mal sehen, wie viel Platz wir für den Garten dann haben. Ich mache das mal so standardmäßig. Erstmal fürs Erste. Ja, ganz toll. Ein kleines Dächlein. So. Und dann irgendwie so ein Vorgarten, irgendwie sowas, weil hier so ein cooler Brunnen war. Ich will hier so einen Brunnen haben. Kann man sogar noch gestalten hier. Mal gucken. So, ja, bis zum Abitur. Jetzt kommen die Info-Ansagen für euch. Kann ich erstmal nicht so regelmäßig Videos hochladen. Ich werde, ja, also ich sage euch jetzt, ich werde ein Video pro Woche versuchen hochzuladen. Könnte auch sein, und der ist ja cool, dass ich doch mehr hochlade. Aber das kann ich nicht versprechen. Also ein Video pro Woche. Und das wird so sein bis zum 11.05., weil ich dann befreit bin. Von, oh nein, von der Abiturbürde. Und ja, dann kann ich erst wieder richtig weitermachen. Und dann werde ich auch ein neues Projekt machen, zu dem ich aber noch nichts verraten werde. Es wird auf jeden Fall ziemlich cool werden. Zumindest freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, mal sehen, wie ihr das so findet. Meine Idee. Ja, das kommt dann alles nach dem Abiturstress. Also nochmal nach dem 11.05. Bis dahin erst nur ein Video pro Woche. Also mindestens, ja, also kann sein, dass es wirklich nur bei einem Video bleibt. Und ja, eine weitere Ansage ist, dass ich mir auch überlegt habe, ob ich mich dann vielleicht später dann, wenn ich mich wirklich ein bisschen mehr mit YouTube beschäftigen kann, wenn ich dann fertig bin mit der Schule, ob ich mich dann auch mal zeigen werde. Also heißt Kameraaufnahme beim Spielen, so Facecam, oder ob ich auch mal ein Video einfach mache, zum Beispiel wenn ich Info-Ansagen mache, dass ich mich da auch wirklich selber filme. Oder wer weiß, vielleicht mache ich sogar mal so Real-Life-Videos, sowas wie Street Comedy oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bin mir aber noch ein bisschen unsicher, daher sage ich eine Grenze an, also ab der das passieren wird, also ab 100 Abonnenten, dachte ich mir, werde ich das machen. Davor, ja, lohnt sich das vielleicht auch noch nicht so ganz. Also ich bin auch ein bisschen kritisch bei sowas, ein bisschen schüchtern, keine Ahnung. Ja, und ab 100 Abonnenten werde ich ein erstes Video machen, in dem ich mich selber zeige. Ja. Nur mal so als kleine Nebenansage, keine Ahnung. Und ja, ich denke,
Das ist okay. Ach so, und ja, nach dem 11.05. dann, wenn ich mich dann wirklich mit YouTube beschäftige, werde ich dann auch einen richtigen Hochladeplan erstellen. Das heißt, es kommt wirklich pro Woche mindestens 4 Videos. Und ja, die werden dann auch einem bestimmten Wochentag zugeordnet. Also ja, es geht dann wirklich los. Also ich werde mich dann wirklich damit auch beschäftigen und versuchen, das so ein bisschen auszugleichen, was jetzt hier leider die Tage und Wochen auf der Strecke geblieben ist. Und ja, es tut mir wirklich leid, dass das nicht so. Ach, wie cool, da sind ja Vögel. Ja, dass das so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich konnte es leider auch nicht verändern oder anders machen. Ja, da war dann nun mal das Real Life an erster Stelle. Kann man, denke ich, auch verstehen. So, und ich höre jetzt auf zu plappern von wegen Ambi-Stress und Mitleid und was weiß ich. Wir wollen jetzt hier endlich ein bisschen Spaß haben und dieses Haus erstellen. So, mal gucken. Ich mache jetzt hier noch so ein kleines Balkönchen dran. Sieht eigentlich ganz süß aus. Ich finde die Vögel richtig cool. Mal gucken, was man hier so noch machen kann. So ein kleines, so ein Dach vielleicht. Genau, eine Tür haben wir auf jeden Fall noch nicht. Mal gucken, was gibt es denn da Schönes? Spitzbogen. Oh, das ist ja riesig. So eine Treppe ist ja auch cool. Kann man die ganz klein machen? Oh ja, tatsächlich. So eine kleine Treppe ist ja okay. Ja, so. Das ist süß. Das ist richtig niedlich. Fenster auf jeden Fall noch. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Ist ja auch eher ein schlichteres Haus. So. Was machen wir hier unten? Kann man sogar langziehen. Sieht auch schön aus, wie so ein kleines Mehrfamilienhäuschen. Wow. Okay. Ja, noch ein paar hier unten. Noch eins vielleicht. Und eins hier hinten noch. Na gut, noch eins. Ach. Hübsch. Sollen wir noch mal ein bisschen nach dem Schnickschnack gucken? Ich finde ja die Blumenkästen auch cool. Kann man die auf den Balkon stellen? Na, ich glaube nicht. Licht. Ach, wie cool, das ist ein Licht. Ist ja auch toll. Wow, man kann hier eine richtige krasse Laterne machen. Dann machen wir die hier vorne und dann hier am Rand nochmal so einzelne kleine Lichter. Kann man die noch kleiner machen? Stecke ich hier mal so einen Zaun drin. Ja, das ist doch süß. Dann machen wir noch hier Rasenkunst. Hier sind noch so kleine Bäumchen, die man auch verformen kann. Das ist natürlich cool. Da mache ich hier so verschiedene Bäume hin. Irgendwie. Ja, genau. Dann sieht das so ein bisschen grün aus und wie so ein kleiner Garten. Ach, man kann ja sogar so einen riesen Blumenkasten machen. Das ist auch cool. Ich jetzt mal so in die Ecke. Genau. Und dann nochmal hier einen kleinen am Eingang. Wäre natürlich auch cool, wenn man die Blumen verschieden anfärben kann. Da bin ich mal gespannt. Ach, und hier ist auch nochmal eine Lichtkugel. Ist eigentlich cooler für den Haupteingang. Ah, das kann man sogar hier, oh mein Gott, riesig groß rausstrecken. Naja, machen wir mal eine auf dem Balkon vielleicht. Genau. Obwohl da eigentlich auch mal eine kleine Tür hin müsste. Zu viele Körperteile habe ich schon fast. Ich hoffe immer nicht, dass wir jetzt hier total noch eingeschränkt werden. Ja, die geht auch nicht kleiner, die Tür. Was ist das denn? Was ist mit der hier? Die sind ja gigantisch. Die geht. Ja. Die nehme ich. Süß. So, ich denke, wir haben jetzt auch vieles. Wir können noch so einen kleinen Schornstein. Ich weiß noch nicht, ob das aussieht wie ein
Das lasse ich mal weg. Ja, das sieht doch aber ganz süß aus, oder? Ich finde das eigentlich ganz cool so. Der Rest ist eigentlich eher unnötig. Was ist das hier? Ein Smogpilz? Ach, ich glaube, das ist so eine Art Schornstein, oder? Ja. Ja, das raucht sogar auch süß. Das nehme ich. So. Sehr niedlich. Aber ich will dich nicht so drehen. Was machst du denn? Mann. Weg mit dir. Bin nochmal neu. So. So ist das schön. Okay, haben wir alles aus. Ein Picknick, was? Ein Picknick, irgendwas. Oh mein Gott, das hatte ich jetzt fast vergessen. Cool, man kann das sogar noch so verformen. Kann ich das nicht größer machen? Schade, aber das ist ja cool. Das stelle ich hier unten. Ja, das sieht doch cool aus. Ach doch, hier. Yay. Ja, es muss ganz schlank bleiben. So. So ist das süß. Ich hoffe, jetzt habe ich alles. Ich gucke mir nochmal alles einzeln an. Es gibt noch so ein Räucher. Ding. Nicht, dass das jetzt too much wird. Das geht noch, oder? Ja. Hier sind auch noch verschiedene. Ach, die kann ich gar nicht mehr nehmen. Ach, das mache ich noch dran. Was? Das geht noch. Ein bisschen passt noch rein, so. Ach, so ist hübsch. Gucken wir mal nach den Farben. Jetzt geht es erst richtig los. So, also muss ich jetzt hier einzeln färben. Wir fangen mal mit den Bäumen an, würde ich sagen. Hahaha. Cool. Jetzt kann ich das hier noch so. Cool. Jetzt kann man das hier echt verschiedenfarbig machen. Mal gucken, ob wir noch was Cooles Grünes haben. Es sieht ja auch. Ja, oder? Für so ein kleiner Kaktus sieht das aus. Ja, es passt, oder? Ich würde sagen, das passt. Oder wir nehmen nochmal hier sowas. Ach, was man hier alles machen kann, das habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Meine Güte, da ist man schon total überfordert irgendwie. Ja, so mache ich das. Jetzt hier nochmal den Topf irgendwie. Der jetzt aber irgendwie grün ist, so. Ist mir irgendwie zu rosa. Ja, okay. Ah, ich will den Topf. So. Jetzt ist das ja alles so doof rot. Toll. Ist jetzt alles so? Mensch. Ist ja anstrengend hier. Warum kann ich denn nicht den Topf in der Mitte? Das nervt ja. Na gut, machen wir erstmal den Tisch. So. Wie könnte man den Tisch machen? Das sieht eigentlich fetzig aus. Das ist eigentlich cool, oder? Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ah ja, dann ist. Oder wir machen den blau. So leicht dunkler. Oder noch ein Tick. Ja, so. Und hier oben haben wir so ein cooles Muster. So. Ich würde ja gerne den Topf hier hinten noch irgendwie machen. Aber ich komme da irgendwie nicht ran. Was irgendwie doof ist. Ach, hier. So. Super. Ist da natürlich auch in der Farbe. Ja, okay, lass mal einfach. So, jetzt machen wir mal das Haus. Die Treppen. Obwohl, vielleicht sowas in der Art. Ach, Mensch. Wie ist das denn jetzt in diesen dummen Farben hier? Das finde ich doof. Kann man das irgendwie wieder wegmachen?
Hey, warum ist das denn jetzt einfarbig? Das ist doof. Das stört mich. Na gut, das Dach rot. Ist okay. Jetzt können wir ja so leicht Holzfarben. So. Jetzt ist gerade die normalen Farben. Ja, mal so. Süß. Und das Haus. So ein bisschen Wackerstein. Oder die. Ich weiß nicht. Oder das. Das sieht eigentlich cool aus. So irgendwie. Es hat auch was. Oder? So. Ja, das sieht eigentlich ganz süß aus. So. Die Steine da unten können wir ja lassen. Das passt eigentlich auch. Können wir eigentlich vielleicht noch ein paar Steine hier auf dem Balkon. Genau. Das ist nicht so eintönig. Boah, das gefällt mir wieder nicht. Ach ja, boah, was für den Zaun. Ich weiß ja nicht, wie der das hier macht. Der macht anscheinend nur eine Farbe. Wüsste ich jetzt auch nicht so richtig. Was nimmt er da? Ja, er nimmt nur eine Farbe. Mir ein bisschen zu knallig. Ja, vielleicht hier sowas bisschen matteres. Obwohl, so matt ist das gar nicht. Das nehme ich jetzt einfach. Kann man noch den Zwischenraum irgendwie? Ja, oder? Ja. Nehmen wir das. So. So, jetzt kommt das Vogelhäuschen. Das können wir so ein bisschen Metallic-mäßig. Na, lieber irgendwie ein bisschen mehr. Ja. So, die Pflanzen, ne? So. Und pink. Oder. So, ja, so ist besser. Und die anderen sind mehr. Achso. Er macht jetzt wieder, was er will. Ja, kann leider nur eine Farbe einstellen. Ich will noch den Topf einfärben. So, das sieht süß aus. Obwohl, mir gefällt die Treppe irgendwie noch nicht ganz. So. Ja, nee. Nicht. Ich mach mal irgendwie sowas wieder rein. Jetzt macht das wieder so blöd einfarbig. Jetzt geh ich nochmal weg. Wie habe ich das wieder hinbekommen? Oh, das ist aber ein schönes Rot. Das sieht ja cool aus. Warte mal, ich. Was hat er denn hier ausgewählt? Was nehmen wir denn da? So ein bisschen Holzfarben vielleicht. Vielleicht. Obwohl, jetzt ist das Dach so blöde. Oh nee, jetzt habe ich das Dach geändert. Wie war denn das gerade? Rückgängig, rückgängig. So war das. Ach so, hier ist erste Farbe, zweite Farbe. Ja, klar. Ganz dunkel oder ist nicht ein bisschen gräulich? Ja.
Mir gefallen auch hier die Töpfe nicht. Die sind irgendwie so grell. Finde ich besser, wenn es so ein bisschen unscheinbarer ist. Macht er das nicht? Ah, ich habe schon wieder falsche Farbe ausgewählt. Super. Ja, das sieht doof aus. So, okay, machen wir jetzt nochmal den Brunnen. Der jetzt natürlich so eine blöde Farbe bekommt. Nee. Sollte schon. Ja, das geht eigentlich. Mann, warum macht er denn hier alles so? Ach, oder geht das hier? Ja, oder? Ja, das sieht süß aus. Hier haben wir nichts für die Tür. Das geht. Ja. Innenfenster. Hier haben wir auch was vergessen. Geländer. Die Säule noch. Beziehungsweise die Laterne. Können ein bisschen gräulicher sein. Ja, dann machen wir die mal lieber weiß. Na, das Fenster. So. Ich auch noch mal. So. So, und jetzt fehlt noch ein Stück hier vom Brunnen. Hell. Die Laterne auch noch. Obwohl, die mache ich eher gräulicher. Hm. Gold ist natürlich auch ziemlich cool. Laterne. So. Ja, okay, es sieht ein bisschen kunterbunt aus, aber ja, es geht. Ich nehme das jetzt einfach so. Hab ich irgendwas vergessen? Nee, oder? Nö. Sieht süß aus. Würde ich sagen. So spontan. Kann man noch einen Baum dazu machen? Vielleicht noch so einen Eingang. Ach, jetzt ist er sogar schon eingefärbt. So. Den färben wir natürlich auch nochmal extra. So ist cool. Und den Topf auch noch, natürlich. So. Aber das Vogelhäuschen soll noch ein bisschen zu sehen sein. So. Ja, das ist doch ganz süß, oder? So ein kleines Häuschen mit Vorgarten. Ah, na toll, der Name. Ja. Ich bin immer so. Also, bei Namen fällt mir spontan immer irgendwas ein, aber nicht bei den Namen von Häusern. Ich habe da überhaupt keinen Plan, was man da eingeben soll. Wie nennt man bitte ein Einfamilienhaus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Mischung aus Einfamilienhaus, Haus und Vorgarten. Einhaar-Vorgen. Keine Ahnung. Einhaar-Vorgen. Ja, gut, das spreche ich nochmal schnell. Gut. Und dann haben wir das Haus auch schon erstellt. Ja,
Hier beende ich also die Folge. Dann als nächstes kommen noch zwei andere Sachen, die ich erstellen muss. Ja. Und die lade ich dann, wie gesagt, bis zum 11.05. so ein Video pro Woche. Vielleicht schaffe ich auch zwei. Ich muss natürlich viel lernen. Hab deswegen wenig Zeit. Und wenn ich Zeit habe, dann bin ich meistens müde und ein bisschen gestresst und schaff's nicht, so eine Aufnahme wirklich so gut hinzukriegen. Ja, deswegen. Aber ihr könnt euch schon mal freuen. Am 11.05. kommt ein ganz neues Format. Ein regelmäßiges, was dann mit in diesen neuen Aufnahmeplan einfließt. Und wie gesagt, auf 100 Abonnenten mache ich ein Video von mir. Und ja, dann gibt es vielleicht auch öfters dann mal so Facecam-Videos oder was weiß ich. Mal sehen. Ich habe selber noch nicht so viel Plan, was ich so machen möchte. Aber so sieht meine Vorstellung so ungefähr aus. Und ja, mal sehen, wie es so wird. So, jetzt am Ende möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich an alle Abonnenten bedanken, die ich bis jetzt habe, also für die vielen Abonnenten. Es hat mir wirklich richtig viel bedeutet. Ich meine, 40 Abonnenten und momentan 42 sind wirklich richtig, richtig viel für mich. Ich habe mich riesig gefreut über jeden Einzelnen, sofern immer einer dazu kam. Und ja, mir bedeutet das echt viel. Und ja, an dieser Stelle deswegen Dankeschön an alle. So, und damit beende ich jetzt auch das Video. Jetzt habe ich aber genug geredet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.